Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tinos Barbecue, dem deutschen Grillkanal mit Schweizer Akzent. Aus der schönen Schweiz natürlich. Ich gehe heute ein echtes Risiko ein. Ich habe einen sehr guten Freund eingeladen und ich werde dem das hier präsentieren. Was sind das? Das sind Milken vom Lamm. Im deutschen Raum, glaube ich, nennt man die ja Bries. Was es genau ist und wie ich die zubereite, das seht ihr jetzt. Das sieht ein bisschen aus wie Hirn, ne? Aber es ist kein Hirn. Es schmeckt tatsächlich sehr gut. Die Zutaten sind eigentlich ganz übersichtlich. 1 Liter Wasser mit ein bisschen Kräuteressig oder Weißweinessig. Dann Salz und Pfeffer natürlich, Eier, Paniermehl und normales Mehl. Ich musste mich tatsächlich ein bisschen einlesen, wie man Milken am besten zubereitet. Ich habe jetzt für mich persönlich zwei Methoden rausgepickt. Das heißt einmal in der Fritteuse und einmal auf dem Gasgrill. Nichtsdestotrotz, Milken muss man zuerst abkochen. Das heißt, ich erhitze meinen Liter Wasser volle Kanne auf und werde die dann kurz im heißen Wasser kochen. Nach 3 Minuten kocht das Wasser. Wir können den Herd nun wieder ausschalten. Fügen ein bisschen Salz hinzu und lassen die Milken dann ungefähr 5 Minuten im Wasser ruhen. Respektive, man schreckt sie ein bisschen ab. So. Und in der Zwischenzeit bereiten wir unser Teller mit dem Paniermehl und mit den Eiern vor. Wenn ihr da ein kleines Tick-Tack hört, dann ist das ganz normal. Das ist die Küchenuhr, die ich auf 5 Minuten gestellt habe. Einmal Ei. Zweimal Ei. Von den eigenen Hühnern ganz nebenbei. Paniermehl im Teller, ich denke so 80 Gramm sollten genügen. Wir haben da jetzt hier knapp 900 Gramm Milken, aber davon schneiden wir noch ein bisschen was weg. Ihr seht das dann nachher. Mehl ebenfalls, so eine gute Schicht im Teller. So, und kann man ja noch nachrechnen, wenn man noch was braucht. Nach 5 Minuten Wasser. Wir brauchen ein bisschen Küchenpapier, um das Wasser ein bisschen abzutupfen von den Milken. Es sieht echt nicht sehr appetitlich aus, aber ich muss sagen, in Reihen war ich eigentlich nie Fan von. Aber ich habe gedacht, wenn mir der freundliche Chris von meatforyou.ch schon sowas schickt, dann muss ich das natürlich probieren. Man wird ja nichts vergehen lassen. Und ja, ich bin gespannt. Man muss ja auch ab und zu mal was Neues ausprobieren und da hat er echt gut daran getan, mir sowas Außergewöhnliches zu schicken, denn ich habe tatsächlich auf YouTube geschaut, ob es bereits Videos darüber gibt. Gibt nicht viel und dann wird das ein bisschen Freestyle heute. Aber ich bin sicher, ich mag ja Lamm, also ich bin sicher, dass das ganz gut schmeckt. Abgetupft sind sie. Jetzt müssen wir die kleinen Äderchen und die kleinen Kügelchen da alles rausmachen. Das geht eigentlich ganz gut von Hand. Ich habe trotzdem noch ein Messer zur Hilfe genommen, falls es dann doch ein bisschen schwieriger wird. Aber das sind halt die Äderchen, die kleinen Häutchen und so weiter. Das muss halt alles weg. Und wenn meine Großmama noch am Leben wäre, dann würde sie mir bestimmt sagen, wie man das alles zubereiten muss. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, das Ganze. Und es ist ein bisschen so eine Großmuttersache von früher. Habe ich mir sagen lassen zumindest. Also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber angeblich war das früher eigentlich ganz gang und gäbe, dass man diese Milken zubereitet hat. Ja. Früher war eben alles besser. Das sehen wir dann am Schluss. Keine Ahnung, wie das schmeckt. So, ich mache das jetzt kurz bei allen. Ich mache einen Vorlauf, damit ihr nicht einschlaft am Video schauen. So. Ich habe jetzt ganz bewusst nicht erwähnt, was Milken oder Bries genau ist.
Schreibt mir in die Kommentare, der Erste, der das richtig beantwortet oder richtig darlegt, den werde ich natürlich im nächsten Video erwähnen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt gleich kleine Schnitte, so kleine Portionen. Es gibt eigentlich keine richtige Schnitt, keine richtige Richtung, wie ich das Ganze schneiden soll. Ich denke, ich mache einfach so mundgroße Stücke, dann ist es auch zum Panieren ein bisschen einfacher. Und in der Fritteuse passen die auch ganz hervorragend rein. So. Ist echt glibberig, also man muss da sich schon am Anfang ein bisschen überwinden. Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, noch nicht sowas gemacht. Speziell. Sehr speziell. Kommen wir nun zum Panieren. Ich habe jetzt beim Mehl schon ein bisschen Salz hinzugefügt. Ein bisschen Pfeffer hinzugefügt. Ein bisschen Salz kommt auch noch rein. Und dann halt, ja, wie bei Chicken Nuggets oder bei paniertem halt. Zuerst ins Mehl, dann ins Ei. Schön, dass alles richtig schön bedeckt ist. Und ins Paniermehl. Ebenfalls alles schön reinwälzen da. Und das machen wir jetzt mit allen. Geben die da auch einen kleinen Teller und ich bin echt gespannt, ob es frittiert oder gebraten besser schmeckt, also ich weiß nicht. Ich habe jetzt einfach gestern Fritten gemacht am Abend und habe gedacht, ja gut, das Öl, das wirft man ja nicht weg nach einem Mal gebrauchen. Ich denke in Gaststätten schon, aber keine Ahnung. Wenn ich das zu Hause mache, dann benutze ich das Öl meistens zweimal, also natürlich nicht eine Woche später oder sonst was, sondern einfach am nächsten Tag nochmal. Ja, und da ich nicht immer Spare Ribs machen will oder sonst irgendwie Steaks, wenn jemand zum Essen kommt, dachte ich mir einfach mal na, was Spezielles. Draußen sind wir, 28 Grad, ich muss echt mal die Hosen ein bisschen hochkrempeln. Ist viel zu heiß heute. Der Gasgrill schafft leider nicht weniger als 200 Grad. Das Öl in der Fritteuse braucht ein bisschen länger natürlich, aber ich fange mal mit dem Gasgrill an. Und zuallererst werden wir die Platte ein bisschen mit Öl beschichten. Das Ganze nicht gleich anbrennt. Heiß ist es ja. Habt ihr richtig gesehen? Und wir packen die Dinge einfach mal auf. Mal schauen, wie es so, wie es kommt. Kommt, wie es kommt. Ich habe jetzt nur einen kleinen Teller vorbereitet zum Testen. Je nachdem, welche Variante besser läuft, werde ich das dann heute Abend mit der entsprechenden machen. Packen die mal rauf und schauen uns in 2 Minuten an, wie es ausschaut. Dann sollte auch das Öl dann genügend heiß sein. Nach 2 Minuten gucken wir mal nach. Ich habe jetzt einfach die Zange hier unten geklemmt. Das ist das Temperatur konstant bei 170 Grad bleibt. Sehen ganz schön knusprig aus. Wenden die mal. Schauen noch mal nach 2 Minuten. Voila! Nach 4 Minuten knuspert es schön. Ich habe jetzt das Gas abgedreht und ja, die sehen so aus. Ne? Fast wie Chicken Nuggets. Ich werde die jetzt mal beiseite packen und wir wenden uns der Fritteuse zu. Öl ist heiß, wie gesagt, ebenfalls 170 Grad. Wir haben hier unsere fernen Stücke und frittieren die mal. Frittieren immer draußen bitte, das stinkt echt in der ganzen Hütte danach. Mal kurz raus, bisschen blanchieren. Dann wieder rein für, oh, was geben wir denn? Keine Ahnung, 4-5 Minuten. 5 Minuten später. Ich denke, die sind gut so. Die sehen tatsächlich ein bisschen appetitlicher aus als die vom Gasgrill. Ein bisschen das Öl abtupfen. So sehen sie aus. Ja, wie Chicken Nuggets halt. Ich freue mich aufs Probieren. Wir haben jetzt diese 2 Varianten ausprobiert und ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Da sind unsere Milken, wie gesagt, oder wie, stimmt, besser so, ja.
Die sind von der Fritteuse, die vom Gasgrill. Ich will da jetzt nicht einfach nur reinbeißen, sondern ich will auch sehen, was jetzt da drin los ist. Ja, los. Ist nicht viel. Sieht aus wie vorher. Halt einfach ein bisschen gegart. Das ist echt knuspriger mit der Fritteuse. Ich denke, die Fritteuse ist die bessere Methode, tatsächlich. Du kannst auch in der Bratpfanne machen, aber wenn es so schön Wetter ist, dachte ich, gehe ich ja heiß, gehe ich raus. So schaut es aus der Fritteuse aus. Im Gegensatz zur kleinen Organisationsschwierigkeit, zur Gasgrill-Variante. Ja, mal probieren. Okay. Ja, da stehen wir nun. Der große Moment des Kostens. Ich brauche tatsächlich ein bisschen Überwindung, weil normalerweise, wenn ich was präsentiere auf YouTube, dann habe ich es schon mal gemacht vorher. Hier beiße ich tatsächlich das erste Mal in einen Bries oder in eine Milke rein. Fritteuse. Ja. Erstaunlich zart im Innern. Saftig. Könnte ein bisschen mehr Salz vertragen, aber gar nicht schlecht. Der Geschmack selber, ob man schmeckt, ob es das vom Lamm ist, kann ich gar nicht richtig sagen. Es ist wirklich, es ist zart, es ist weich, es ist, aber schlecht ist es nicht. Also ich bin nicht erstaunt. Gasgrill. Ja, ein bisschen weicher. Tatsächlich, Fritteuse eignet sich besser. Oh. Ich denke, Paprika könnte man darauf verwenden. Ein bisschen Chili vielleicht, so wie Chicken Nuggets. Könnte ja auch schärfer oder weniger scharf machen. Aber bin echt erstaunt. Werden wir wieder machen. Abonniert den Kanal. Ich habe echt was ausprobiert. Keine Ahnung. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Schreibt mir, was ihr dazu denkt und wie ich das gemacht habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Guten Appetit und schönen Sommer.